Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 in einem neuen Projekt, und zwar den RP-Projekt auf der Schwarzing zusammen mit dem Stefan, den Heiko und den Simon. Hallo. Halli, so, hallo. Was macht ihr gerade? Ja, ich tue gerade Raps mähen, die letzten drei Felder. Und du, Stefan? Ich werde jetzt meine Felder aussahen mit Soja oder so. Okay. Ich hab da, weil ich mach den Landhandel und die Werkstatt, ich hab schon ein bisschen vorgearbeitet, damit wir schon ein bisschen Erfolg haben. Dann Saatgut, Schweinefutter haben wir noch nicht alles, weil da brauchen wir noch Kartoffeln. Fischfutter haben wir auch noch nicht, weil da brauchen wir noch Silage. Ja, wir suchen mal übrigens noch Mitspieler. Wenn ihr mitspielen wollt, schreibt es einmal in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob ihr... Dann Hai haben wir schon, da brauchen wir noch ein bisschen Gras. Dann brauchen wir noch Gärreste, Mist, Bedünger. Und dann brauchen wir noch Dünger für Saatgut. Also die Silage kann ich da anbieten. Jo, passt, kannst liefern. Ja, ich brauche noch was zum Aufladen. Und Mist dauert noch ein bisschen, ne? Weil die Schweine, die vermehren sich zwar ganz schön, aber die haben noch nicht allzu viel Mist. Aber die ersten Ferkel sind da, die sind bloß nicht zu sehen. Jo. Die ist bloß in der Tieranzeige. Wie viel hast denn du Silage, Stefan? Warte mal, 190.000. Ja, du kannst ein bisschen was bringen. Ja, ich hab nur noch keine Schaufel oder irgendwas zum Einladen. Ja, ja. Christoph? Ja? Hallo? Was ist denn, Simon? Jo! Sorry. Das machen wir mir gerade. Wenn ihr noch Fragen zu dem Projekt habt, schreibt's gerne in die Kommentare, und wegen Mods und so, das sage ich jetzt, was wir alles mit drauf haben. Übrigens, den Season Mod haben wir auch mit drauf, der ist erst gestern rausgekommen. Okay, müssen wir kurz warten. So, was haben wir denn drauf? Faktoren haben wir. Doch, bis auf den Series 9 von Hof Hirschfeld. Was haben wir noch drauf? Autoloadback haben wir drauf. Ja, das Winterback. Und natürlich das Schneepflugback, das ist unter diverses. Auerback. Und von Modding World die was für Flüssigkeiten und für Diesel. Und das MKS 23 Tierhaltung. Multitransport. Alle flüssig. Und oh, warum die hat eigenen Gewichte. Und die eigenen Gewichte natürlich. Mit EG und die Gaming Form. Denn im Gewichte könnt ihr natürlich overladen unter cg-modding.at eigenen Homepage. Und so schaut das dann aus, wenn es vorhin auf dem Fuß drauf ist. Schaut dann natürlich wieder nice aus. Und jo. So. Übrigens, wir spielen mal auf der Schwarzing V2. So, wie schaut's denn jetzt aus mit der Silage? Ja, ich muss mal einen Weg finden, wie ich es aufladen kann oder liefern kann. Mit dem Förderband? Ja, muss ich was sagen. Ist denn da mit Simon? Anrufen halt. Der Telefon. Moment, da haben wir noch einen Klingelton. Alles klar. Ja, da weiß doch, dass wir eine Folge aufnehmen, ne? Gehen wir mal kurz ins Team. Jo. Ja, war Simon. Ah, jetzt so. Ich komme dann gleich nochmal vorbei und hol Saatgut ab. Wie viel Liter so brauchst du? Was? Ja, du brauchst. Warte mal, muss schon.
Warte. Bin jetzt. Oh. Meinst du? Hätte ein Grün. 5000 Liter brauche ich. 5000 Liter Saatgut. Jo. Passt. Mach ich da fertig. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, also da. Simon braucht 5000 Liter Saatgut. Brauchen Dünger, hallo Dünger, Dünger. Heiko, hast du ein bisschen Saat, an Mist? Ich habe aber nur. Hier Mist habe ich nur 4000 Liter. Kannst du mal Gülle umbringen? Gülle, ja. Gülle hab. Da habe ich noch keinen Anhänger dafür. Ich muss kurz noch mit Simon noch. Oh, ja. Simon, es schaut da momentan schlecht aus mit Saatgut. Ich bin noch dabei zu produzieren. Okay. Ich sag da dann später Bescheid, wann ich fertig produziert habe. Ja, ich brauche ihn noch nie in die Zeit. Ich wollte nur, dass der Vorrat schon mal, dass ich schon mal ein bisschen Vorrat habe. Oh. So. Ja. Mach's dann. Tschüss. So. Was machen wir da? Und natürlich habe ich wieder die Werkstatt mit dabei für die Wartungen. Und wir suchen mal übrigens noch Leute für die BGA, für den Händler und für die Stadt als Bürgermeister. Oh. So, jetzt habe ich nichts zu tun dabei. Mhm. Dann kannst du ja eventuell was besorgen für die Silage. Was brauchst du denn? Ja, irgendwas zum Aufladen. Ein Förderbandel oder Schaufel? Ja, nehmen wir ein Förderbandel. Gut, und besuche ich dir das. Perfekt. Die Förderpontos, ja? Jo. Was ein Fernseher ist das? SL8022 Quantum. Oh, noch Moment, was sind die drin? Und der Förderbrandsystem. Förderbrandsystem, das ist Quantum, gell, hast du gemeint? Ja. Das erste mit dem Quantum, ja. 38.000. Genau, ja. Soll ich da das bringen oder kommst du? Ja, wenn du eh nichts zu tun hast, kannst du es liefern, ab, bitte. Naja, muss ja ein bisschen mein Benzin 50 aus. Ja, Simon, was gibt's? Darf ich mein Auto irgendwo hier parken, weil ich muss meinen Traktor schnell vom Händler holen, den ich gerade abgestellt habe. Vorne am Kundenparkplatz, ja bitte. Da schau. Ja. Ja, wo ich bin gerade, Simon. Weil dann gibt's immer so viel zum Runterlaufen. Oh. Ich hab meinen Schafstall verkauft, Chefchen. Ja, ja. Das ist noch gut. Ich muss jetzt kurz für ein Eyeline oder ein Stefan besser gesagt, das Förderbund holen. Auszustellung kostet aber extra, gell? Kein Problem. Mann, nicht schon wieder. Stefan. Was machst du? Zeig bitte mein Fan dein, der fährt schon wieder mit W rückwärts. Ah, dann macht es mit Steuerung Leertaste, der ist Drive-Dings-Punkt ein und aus. Danke. Jawohl, das Problem habe ich nämlich auch teilweise. Das war nur das letzte Mal auf meinem Server dort. Stefan, darf ich bei dir einen Hänger bestellen? Was, bei mir? Nee.
Beim Christoph, beim Landhandel. Ja, ja. Das wäre da rapid. Warte, ich muss kurz zum Händler fahren, abholen. Alles klar. Okay, dann melde ich mich dann, wenn ich dort bin. Alles klar. Die Hupen ab und die Fahrzeuge sind aber auch geil. Alle echt gleich, mega. Das ist so lang. Oh. Oh, dann holen wir das ein. Warum liegen da überhaupt so viele Palettennummer? Oh. Dem Händler. Ach hier, das sind meine, die rechts vom Eingang liegen, ne? Die hole ich noch ab. Die waren von mir noch, hab ich ganz vergessen, ne? Also? Kommt auch mal vor. Man wird ja nicht jünger, ne? So, dann liefen wir das schnell die Stefan, dann passieren wir noch ein bisschen Geld und dann haben wir. Jo. Stefan, was bist denn du für Hof? Hof 1, Hof Skyline. Hof 2 oder Hof 1? 1. Muss die Gorn dauern. Die. Ja, ich bin quasi quer über das Feld drüber von deinem Landhandel. Ich kann ja nicht quer über das Feld fahren. Ja, ich meine nur, wo es liegt. Oh ja, ehrlich. Ja, was ist? Was gibt's, Simon? Ich hol mir doch dann 10.000 Liter Saatgut, okay? So. Weil dann habe ich schon mal eine Sämaschine. Oh, was? Mach ich da? Ich würde es mir dann abholen. So, ich sag dann Bescheid, wenn es fertig ist. So. Wo ist denn da, Stefanie? Ich warte an meiner Einfahrt. Wie ist er denn? Gerade aus weiter noch. Ah, du tust dies. Hier drüben ist die Einfahrt. Stefan, das bleibt unter uns, gar. Ich hab nichts gesehen. Oh, wohin darfst du nicht gehen? Bitte einmal hinterher. Da, da kannst du es einmal stehen lassen. So, dann kannst du schon einmal Geld überweisen, und zwar Anderson. Kurz Musik. Gibt es auch einen Rabatt? Perfekt. Das wären dann 34.200.
Dankeschön. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, natürlich das Like nicht vergessen. Schreibt eure Meinung zum neuen RP-Projekt in die Kommentare. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.